Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr verehrte Preisträger, sehr verehrte Laudatoren, liebe Gäste. Namens der Ludwig-Erhard-Stiftung kann ich Sie alle heute Abend hier ganz herzlich aus Berlin begrüßen. Sie alle an den Bildschirmen. Mir wäre natürlich sehr viel lieber mit Ihnen persönlich hier in Berlin zusammen. So hatten wir es uns ehrlicherweise auch im letzten Jahr, als wir dies geplant haben, einmal vorgestellt, nämlich am letzten Tag der Arbeitsperiode des Deutschen Bundestages, wo eigentlich alle da sind und wo man hoffen kann, auch den einen oder anderen zu finden. Aber wenn man die letzten 8 Wochen auch noch einmal hat vorübergehen lassen, war es, glaube ich, klug, dass man auf die rein virtuelle Form umgestellt hat, sodass wir Sie aus den Räumen der Hessischen Landesvertretung, aber eben nur mit den Akteuren, die Sie erleben werden, zusammen begrüßen. Und wir haben damit auch die Chance, den Preisträger des Jahres 2020, dann Crumb, mit so zu integrieren wie alle anderen, denn er hätte ohnehin kaum eine Chance gehabt, aus London zu uns zu kommen. Damit begrüße ich ganz offiziell Dan Crumb aus London für die Preisträgerschaft des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik im Jahr 2020. Damals ausgezeichnet unter der besonderen Berücksichtigung seiner wichtigen Beiträge zur Aufdeckung des Wirecard-Skandals. Ich begrüße ebenso herzlich hier bei uns Herrn Wolfgang Reitzler, der extra zu uns gekommen ist hier, damit wir es live gemeinsam machen können, unseren Preisträger des Jahres 2021, den wir für seine immer mutigen, manchmal kantigen und aufrüttelnden Beiträge zu den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik und den Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmertums heute Abend hier auszeichnen. Weiterhin begrüße ich die Begünstigten oder Träger unseres Förderpreises für das Jahr 2020, Martin Bramel und Hans Rusinek, die bei uns ebenfalls hier sind und wir nachher sehen werden. Ich begrüße keine Preisträger für das Jahr 2021. Das hat seinen Grund, doch dazu später. Meine Damen und Herren, wir verleihen diesen Preis in einer durchaus herausfordernden Situation, in der Deutschland steht, immer noch in einer Pandemie und nicht sicher, wann sie zu Ende geht. Wir machen das in einer Zeit, in der wir unmittelbar vor einer Wahl für den Deutschen Bundestag stehen und deshalb natürlich sehr viele politische Diskussionen im Raum stehen. Und ja, das, was das Anliegen von Ludwig Erhard ist, ist kein unpolitisches Anliegen, sondern Marktwirtschaft ist eine Ordnungsentscheidung in einer demokratischen, einer freiheitlichen Gesellschaft. Und deshalb ist es gar nicht verkehrt, wenn wir in einem solchen Trubel eine solche Veranstaltung und diese Auszeichnung nutzen, um aufmerksam zu machen auf die Fragestellungen, die mit Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik und Ordnungspolitik zusammenhängen. Ich habe diese Aufgabe als der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung in dem letzten Jahr von Roland Tichy übernommen und gemeinsam mit meinem Team aus 5 stellvertretenden Vorsitzenden und dem ganz wichtigen Schatzmeister versuchen wir, die Stiftung auch mit ihren Themen, soweit es möglich ist, in das öffentliche Bewusstsein zu kommen. Denn wir wollen die außergewöhnliche Aufmerksamkeit nutzen, die der Name Ludwig Erhard und das Werk Ludwig Erhards ja immer noch hervorruft. Und kaum ein anderer verkörpert bis heute Entschlossenheit, Mut und Prinzipientreue in einer solchen Weise bei der Gestaltung von politischer Realität. Wenn wir heute in einer jungen Generation über Wirtschaftspolitik und die Bedeutung und das Wirken der sozialen Marktwirtschaft sprechen wollen, dann ist ein solcher durchaus Fels der Ordnungspolitik, der zugleich Gestalter von politischen Mehrheitsentscheidungen war und ja mitten im politischen Meinungskampf, der jetzt einige hundert Meter von uns entfernt im Deutschen Bundestag auch in diesen Stunden stattfand, stand der inhaltliche Überzeugung und die Fähigkeit, duldsam, manchmal sehr duldsam, ertragen zu müssen, was andere über seine Meinung denken und trotzdem die wesentlichen Dinge durchzusetzen, immer mit der Autorität
eines, der einmal in einer Zeit, in der Deutschland gerade nach dem Niedergang den Versuch eines Wiederanstiegs gemacht hat, mutige eigene Entscheidungen zu treffen, bei denen ehrlicherweise in seiner Umgebung es nicht sehr viele Menschen gab, die bereit gewesen wären, diese Entscheidung offen mitzutragen. Und es deshalb wirklich um Mut, um Überzeugung und um Prinzipientreue ging, eine solche Entscheidung dann auch durchzusetzen. Wir sind heute oft in Schwierigkeiten in solchen Diskussionen. Grundsätze sind wichtig, aber Wahlprogramme werden heute sehr oft nach dem ganz überwiegenden, wenn nicht ausschließlichen Prinzip geschrieben, möglichst keinen durch konkrete Forderungen zu verletzen. Alle, wirklich alle, sollen irgendwie doch hoffen, dass der Staat, die politischen Entscheidungsträger, ihnen irgendetwas zuwenden, eine Absicherung verschaffen, eine Subvention geben, jedenfalls in dieser Weise für individuelles Leben Nützlichkeit auch in sehr materieller Weise darstellen können. Wir alle wissen, in diesen Tagen und diesen Stunden vielleicht ganz besonders, die Veränderung unserer Lebensweise, um den Planeten nicht überzustrapazieren, wird aber nicht schmerzfrei sein, sondern sie wird Lasten, Risiken, mutige Entscheidungen zwingend erfordern. Wir wollen, und das war Ludwig Erhards Idee, dass soziale Marktwirtschaft dafür sorgt, dass solche auch schmerzhaften Entscheidungen abgefedert werden können. Dass der Einzelne in seiner persönlichen Situation davon nicht in einer Weise betroffen wird, die ihn ausschließt aus denjenigen, die die Chancen haben, in dieser Gesellschaft aus eigener Leistungsfähigkeit ihren Platz zu erkämpfen. Eine schmerzfreie Welt ist eine Traumwelt. Und diese Traumwelt hat die Gefahr, dass sie dazu führt, dass alle Beteiligten die Schmerzen gar nicht mehr erwähnen wollen. Wenn es gut gemacht wird, die Auseinandersetzung über Grundsätze zu führen, dann können alle Beteiligten schon erwarten, auch diejenigen, die in einer schmerzhaften Situation betroffen sind, dass sie die Nachteile wieder aufholen und dass es im begrenzten Umfang auch Mittel für sie geben wird, um in einer Übergangszeit Nachteile auszugleichen. Politik muss Verantwortung dafür übernehmen, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie streitig sind. Und ja, selbst wenn politische Mehrheiten damit zur Disposition stehen, muss über Grundsätze gesprochen werden. Die Schmerzen, über die ich da spreche, betreffen das Risiko der Freiheit. Sie betreffen mangelnde Vorhersehbarkeit. Selbst unser Bundesverfassungsgericht ist ja verunsichert, wenn es die Frage an die Politik stellt, ob die Politik schon genau wisse, was man im Jahre 2035 tue, um dann die angemessenen Maßnahmen zur klimagerechten Verhaltensweise zu haben. Ja, wahrscheinlich ist die Antwort, dass das eben genau niemand so genau weiß, der auf Freiheit setzt. Ob wir es schaffen, gesteckte Ziele zu erreichen in einer freiheitlichen Gesellschaft, bleibt immer auch ein Risiko. Und das Risiko der Freiheit ist zugleich unsere größte Chance. Denn alles, was wir in den letzten Jahrhunderten an Positivem erfahren durften, spricht dafür, dass nur die Freiheit, den Dingen ihren Lauf zu lassen, die Mut, den Dingen ihren Lauf zu lassen, die wirklich zukunftsweisenden und wohlstandsfördernden Entwicklungen hervorbringt. Wir alle zusammen mögen sehr schlau sein, aber wir wissen nicht alles, was alle anderen wissen. Und nur wenn alles, was alle wissen, auf den Tisch kommt und im Wettbewerb zueinander steht, kann es wirklich zu den guten Lösungen kommen. Und Risiken in einer sozialen Marktwirtschaft bedeuten nicht existenzielle Gefahr. Risiken in einer sozialen Marktwirtschaft bedeuten auch, dass die, die damit umgehen, nicht in existenzielle Not geraten oder Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verlieren. Und eine freiheitliche Gesellschaft, die nach diesen Prinzipien eine Zukunft gestalten will, die braucht den Mut an ganz unterschiedlichen Stellen. Demokratie erfordert Transparenz. Freiheit der Meinungsäußerung und Unabhängigkeit des Denkens. Ludwig Erhard war davon überzeugt, dass Politik im Rahmen einer liberalen Wirtschaftsordnung nur erfolgreich sein kann, wenn er dafür auch eine sachverständige und unabhängige mediale Begleitung hat. Diese Aufgabenstellung ist Journalisten natürlich nicht alleine vorbehalten, aber sie haben dabei eine wichtige Rolle. Jeder von uns hat am Ende eine Stimme und jeder kann diese Stimme erheben.
Unsere beiden Preisträger repräsentieren heute sozusagen beide Kategorien. Einerseits der unabhängige Journalist, der mit mutigen Artikeln und fleißiger Recherche dafür gesorgt hat, dass einer der großen Wirtschaftsskandale unseres Landes ans Licht kam. Und andererseits der langjährige, erfolgreiche Unternehmer, der immer wieder kein Blatt vor den Mund nimmt, um die politischen Instanzen darauf aufmerksam zu machen, welche Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg in einer globalisierten Wirtschaft gesetzt werden müssen. Die Laudatoren Friedrich Merz in Bezug auf Herrn Reitzler und Frank Schäffler in Bezug auf Dan McCrum werden darauf im Detail zu sprechen kommen. Wir werden auch von dem Vorsitzenden unserer Jury, Thomas Mayer, hören, auch wenn er heute Abend nur durch ein Video zu uns sprechen kann. Und meine Stellvertreterin im Vorsatz der Erhard-Stiftung, Linda Teuteberg, hat es übernommen, einige Bemerkungen zur Preisverleihung für die Nachwuchspreise zu machen. Sie wird dabei auch darauf zu sprechen kommen, warum wir für das Jahr 2021 keine Preise verliehen haben. Ja, eine Jury muss auch den Mut haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, dass das, was man beurteilt, nicht das ist, was man sich erhofft hat. Und ein Signal setzen, dass wir wieder mehr von dem brauchen. Und das Signal geht nicht an einzelne Persönlichkeiten. Aber wir sind unzufrieden mit der Einschätzung in Chefredaktionen, dass nur noch eventbezogene Stücke und nicht mehr Stücke, die prinzipielle Fragen, erklärende Stücke, Menschen in die Lage zu versetzen, mit diesem Phänomen des Risikos zum Beispiel umzugehen, präsentieren. Und wir suchen auch in der Wissenschaft, in der jungen Wissenschaft, mehr Ansprechpartner für diese Themen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass die Preisverleihung auch unter den besonderen Umständen dieses neuen medialen Auftritts von denen, die Sie beobachten können, als ein Erfolg gesehen werden wird. Wir hoffen dabei, dass Sie Dritten sie weiterempfehlen und wir weisen darauf hin, dass der YouTube-Kanal dann ja immerhin auch einen Vorteil hat. Denjenigen, dem man darauf aufmerksam macht, dass er heute was verpasst hat, kann es sich eben auch morgen noch anschauen. In diesem Sinne freue ich mich, Sie alle begrüßen zu können. Und wir wollen direkt einsteigen und mit Friedrich Merz als dem Laudator für Wolfgang Reitzle hier den Start machen. Und ich übergebe ihm jetzt das Podium, einzusteigen in die Beschreibung Unternehmer, Leistung, Ludwig Erhard, Marktwirtschaft. Das ist unser Thema. Herzlich willkommen. Friedrich Merz hat das Wort. Lieber Roland Koch, lieber Wolfgang Reitzle, liebe Frau Teuteberg, Herr Schäffler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre und Freude zugleich, am heutigen Tag die Laudatio auf Professor Dr. Wolfgang Reitzle, den diesjährigen Preisträger des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik der Ludwig-Erhard-Stiftung, halten zu dürfen. Die Ludwig-Erhard-Stiftung hat in ihrer Pressemitteilung über die Wahl des diesjährigen Preisträgers Anfang Mai, ebenso wie der Vorsitzende Roland Koch heute zu unserem Preisträger des Jahres 2021 schon einiges gesagt. Reitzle nimmt kein Blatt vor den Mund. So war schon mit der Bekanntgabe seines Namens als Preisträger zu lesen. Und in der Tat, Wolfgang Reitzle ist ein streitbarer Mann. Streitbar im besten Sinne des Wortes, vor allem dann, wenn es um aus seiner Sicht notwendige, bisweilen auch harte und zunächst unpopuläre unternehmerische Entscheidungen geht. Man darf es wohl so sagen, Wolfgang Reitzle ist in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Managern. Das zeigt sich bereits nach seinem Abitur. Er studiert an der Technischen Universität in München Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften und macht bereits im Alter von 22 Jahren seinen ersten Abschluss als Diplom-Ingenieur, kurz darauf folgt der Wirtschaftsingenieur. Der berufliche Weg wird zunächst geprägt von der Automobilwirtschaft, vor allem vom Unternehmen BMW. Bei BMW macht Wolfgang Reitzle eine rasante Karriere, die aber kurz vor dem höchsten Thron, dem Vorstandsvorsitzende, und ausgerechnet wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag ein abruptes Ende nimmt. Er hat am Morgen eine kurze Rede
als neuer Vorstandsvorsitzender der BMW AG schon im Gepäck und verlässt am Abend das Unternehmen für immer. Das tut richtig weh. So sagt er es und so lautet auch die Überschrift über einem Interview, das Wolfgang Greizle einige Wochen nach der in den Medien und nicht nur dort als chaotisch bezeichneten entscheidenden Aufsichtsratssitzung dem Spiegel gibt. Im Unternehmen BMW, Sie erinnern sich möglicherweise, war zu diesem Zeitpunkt ein Konflikt um Rover. In Großbritannien eskaliert eine Übernahme, die dem Unternehmen erhebliche Verluste beschert hatte. Im besagten Interview, und deswegen komme ich auf diesen Sachverhalt zu sprechen, gibt es einen Schlüsselsatz, der geradezu im schumpeterschen Maß Rückschlüsse auf den Führungsstil von Wolfgang Greizle zulässt. Da ist es besser, so sagt er, konsequent heranzugehen, als die Schwierigkeiten immer wieder zuzudecken. Das ist wie bei einer schweren Krankheit. Notfalls muss man auch eine Operation oder gar Amputation durchführen, um das Leben zu retten. The Car Guy, wie er in der Industrie genannt wird, gibt noch ein kurzes Intermezzo bei Ford, bevor er dann im Jahr 2002 zur Linde AG nach Wiesbaden wechselt. Damit ist er immerhin CEO eines DAX 30 Unternehmens. Aber Linde? Dieses Unternehmen gilt zum damaligen Zeitpunkt als ein eher langweiliges und wenig prestigeträchtiges Konglomerat aus Gabelstapelhersteller und Industriegasgeschäft. Und das alles im eher, das sei mir erlaubt, hier in diesen Räumen zu sagen, beschaulichen Wiesbaden. Meine Damen und Herren, es würde den Rahmen dieser Laudatio sprengen, die ganze Geschichte in allen Details zu erzählen. Aber eine Sitzverlegung von Wiesbaden nach München später, eine Trennung vom Gabelstaplergeschäft, eine spektakuläre Übernahme des größeren Wettbewerbers BOC in Großbritannien und eine Fusion mit der amerikanischen Praxair später, ist aus dieser ehemaligen, etwas angestaubten Linde AG der Weltmarktführer im Bereich von Industriegasen und Prozessanlagen geworden. Größer noch als der ewige französische Konkurrent und Wettbewerber Air Liquide. Eine Industriegeschichte, die in jüngerer Zeit in Deutschland ihresgleichen sucht und die ohne die strategische Weitsicht und ohne die notwendige Härte von Wolfgang Greizle sowohl bei der BOC-Übernahme wie bei der Fusion mit Praxair so nicht zustande gekommen wäre. Eine kurze Bilanz. In den 12 Jahren seiner Amtszeit verdoppelt er den Umsatz, verdreifacht den Gewinn und verzehnfacht den Börsenwert. Und er bewahrt Linde durch großes Geschick vor einer Zerlegung durch Finanzinvestoren, die die strategischen Chancen dieses Unternehmens ebenso bereits erkannt hatten. Ohne Wolfgang Greizle, so darf man es wohl sagen, gäbe es dieses Unternehmen heute so nicht mehr. Als Chairman of the Board of Directors hat er dagegen bis heute maßgeblichen Einfluss auf dieses nun transatlantische Unternehmen, in dem auch die Arbeitnehmer keinen Grund haben zur Klage. Schon ohne die Fusion mit Praxair ist die Zahl der Beschäftigten allein bei der alten Linde von gut 40.000 auf knapp 60.000 angestiegen. Das Verhältnis von Wolfgang Greizle zu den Arbeitnehmern ist trotzdem so eine Sache. Bei BMW waren es unter anderem die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, die seine Berufung zum CEO maßgeblich verhinderten. Bei Praxair war ein zweiter Anlauf und das Zweitstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Greizle auf der deutschen Seite notwendig. Ein Mann auf Kollisionskurs, titelte die Süddeutsche Zeitung. Aber das zeichnet ihn eben auch aus. Er zieht sein Ding durch, wenn er von einer Sache, die er vorher gründlich analysiert hat, überzeugt ist. Über seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen und über die Zukunft der globalen Wirtschaft hat Wolfgang Greizle vor vielen Jahren ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Luxus schafft Wohlstand. Luxus, das ist für ihn vor allem technische Perfektion auf höchstem ästhetischen Niveau. Mit einer entsprechenden Ausstrahlung etwa, nehmen wir noch einmal die Automobilindustrie, auf die Serienfertigung auch der anschließend kleineren Modelle. Und genau in dieser bisherigen jedenfalls Paradedisziplin unserer Wirtschaft lässt sich genau diese Beobachtung doch auch am besten machen.
Die große Zahl der gut bezahlten Beschäftigten und zugleich, ja, der Luxus, der Komfort, die technische Brillanz, die heute ganz überwiegend auch in den Kleinwagen unserer Automobilindustrie anzutreffen ist, bestätigen doch genau diese Beobachtung. Und der Titel des Buches, wie sein Inhalt und auch viele nachfolgende Reden und Beiträge, atmen den Geist eines Mannes, der von der freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung und ihren Fähigkeiten zur Innovation, zur Steigerung der Produktivität und last but not least zur Gewährleistung des Wohlstandes eines ganzen Landes zutiefst überzeugt ist. Wolfgang Greizle bleibt trotzdem zurückhaltend mit öffentlichen Auftritten. Er will schon unter Kontrolle behalten, was da über ihn gesendet und geschrieben wird. Das gelingt ihm auch weitgehend und trotzdem ist es kein Geheimnis, dass er nicht nur optimistisch ist im Hinblick auf die Zukunft unseres Landes und vor allem unserer Wirtschaft. Er hält unser Land für weit unter Wert regiert. Eine Einschätzung, von der ich vermute, dass nicht alle, die uns heute zuschauen und zuhören, widersprechen werden. Er weiß und akzeptiert zugleich, dass Politik anderen Gesetzmäßigkeiten folgen muss als etwa die Führung eines großen Konzerns. Und trotzdem meint er, dass sich auch unter solchen politischen Zwängen manches besser, effektiver, schneller machen ließe. Im letzten Jahr ist Wolfgang Greizle 70 Jahre alt geworden. Ein wenig hat sich sein Leben schon geändert, vor allem seitdem er aus den exekutiven Funktionen der verschiedenen Unternehmen ausgeschieden ist. Er denkt trotzdem nicht daran, aufzuhören zu arbeiten. Wer nicht arbeitet, wird alt, pflegt er zu sagen. Und nicht nur mit Aufsichtsratsmandaten, sondern vor allem durch sein Engagement bei einigen Start-up-Unternehmen hält er sich ganz einfach jung im Kopf. Und mit der gleichen Perfektion wie vorher in den Unternehmen baut er heute in der Toskana Wein an und erzeugt Olivenöl. Beides, der Wein und das Olivenöl, zählen heute, wie sollte das bei Wolfgang Greizle auch anders sein, zu den Spitzenprodukten der Toskana. Last but not least, wer im Golfsport ein kleines, ein sehr kleines, einstelliges Handicap führt, muss auch körperlich fit sein. Reinhold Messner hat es nach mehreren Bergtouren mit ihm auf den Punkt gebracht. Immer picobello, immer schnell, immer elegant. Meine Damen und Herren, die Ludwig-Erhard-Stiftung zeichnet Wolfgang Greizle heute mit der höchsten Ehrung aus, die sie zu vergeben hat und die vom Namensgeber selbst initiiert wurde. Die Stiftung tritt seit der Übernahme des Vorsitzes durch Roland Koch wieder vermehrt heraus in die Öffentlichkeit und räumt der sozialen Marktwirtschaft auch dadurch wieder eine höhere Aufmerksamkeit ein. Ein besseres Verständnis der Regeln unserer marktwirtschaftlichen Ordnung und der Gedankenwelt unseres ersten Bundeswirtschaftsministers tun unserem Land auch bitter Not. Wenn denn schon die Vorsitzende der Grünen Partei weder die Autorenschaft für diese einmalig erfolgreiche Wirtschaftsordnung noch den Zeitpunkt ihrer Einführung richtig einzuordnen weiß. Bezeichnend für die publizistische Lage scheint mir auch zu sein, dass sich die Jury in diesem Jahr nicht in der Lage sah, den Förderpreis für Wirtschaftspublizistik zu vergeben, da sie in keinem, Roland Koch hat es schon gesagt, der vorgelegten Beiträge den Anspruch erkennen konnte, zur Erhaltung und zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft beizutragen. Linda Teuteberg wird dazu gleich noch etwas sagen. Meine Damen und Herren, aber erlauben Sie mir, dass ich heute eine über den Anlass der Preisverleihung kurz hinausgehende Schlussbemerkung mache. Nicht erst seit Corona erleben wir in Deutschland, in Europa und in vielen Ländern der Welt eine rasante Zunahme des Glaubens daran, dass der Staat die meisten Dinge doch sehr viel besser regeln könne als der Markt. Das ebenso alte, wie immer wieder falsch verstandene Wort von der Not, die angeblich kein Gebot mehr kennt, scheint den Regierungen in den letzten 15 Monaten häufiger die Hand geführt zu haben als die Überzeugung, dass gerade in Situationen des Mangels das freie Spiel der Kräfte von Angebot und Nachfrage sehr viel schneller und vor allem sehr viel preiswerter zur Versorgung der Bevölkerung mit den notwendigen Dingen des Lebens führt, als jede staatliche Bewirtschaftung. Ludwig Erhard hat die Richtigkeit dieser Annahme mit der Abschaffung der staatlichen Bewirtschaftung und dem Inkrafttreten des sogenannten Leitsätzegesetzes, übrigens eine schöne zeitliche Koinzidenz, heute genau vor 73 Jahren.
mit dem Inkraftsetzen des Leitsätzegesetzes wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ja, wir können heute sozusagen 73 Jahre soziale Marktwirtschaft feiern, denn das Inkraftsetzen des Leitsätzegesetzes noch in der Zeit, als Ludwig Erhard Direktor der Wirtschaftsabteilung in der sogenannten B-Zone war, wird gemeinhin heute als die Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland genannt. Ich vermute, Ludwig Erhard hätte im letzten und in diesem Jahr auch einige Vorschläge unterbreitet, wie wir etwa Masken, Corona-Tests, selbst Impfungen besser hätten organisieren können, weniger von Staats wegen und sehr viel besser privatwirtschaftlich. Wolfgang Reitzle, und um den geht es heute, hat in seinem beruflichen Leben jedenfalls gezeigt, was in einer freien, natürlich an Regeln gebundenen, aber zuallererst die Eigentümer zum Handeln berechtigenden und verpflichtenden Wirtschaftsordnung auf der Unternehmensseite möglich ist. Er kann auf ein beeindruckendes Berufsleben zurückblicken. Er hat in Deutschland und weit darüber hinaus viel bewegt. Er zeigt, wie Führung in einer freiheitlichen Gesellschaft und in der westlichen Welt geht. Denn dort hat er sich in seinem beruflichen Leben ganz überwiegend aufgehalten. In Deutschland, in London, in Paris und immer wieder und bis heute in den USA. Und er hat seine Erfahrungen umfangreich geteilt, insbesondere in Aufsichtsratsmandaten, die jeweils für sich genommen zum Teil besondere Herausforderungen darstellten. Ich denke dabei insbesondere an Conti, aber auch an die Zementindustrie mit der Fusion von Lafarge und Holcim. Wolfgang Reitzle ist, so erlaube ich mir zu sagen, ein Mann für schwierige Fälle. Sein Rat und vor allem seine strategische Analysefähigkeit wird gerade in Zeiten der Globalisierung und der rasanten technologischen Entwicklung zu Recht von vielen Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten geschätzt und in Anspruch genommen. Unser Staat und unsere Gesellschaft müssen in den nächsten Jahren ebenfalls zeigen, dass wir unter globalen Vorzeichen, im Zeitalter einer Pandemie, die sicherlich noch nicht zu Ende ist, und ganz besonders angesichts der ökologischen Herausforderungen, die wir unbedingt bestehen müssen, dass dieser Staat und diese Gesellschaft mit den Kräften des Marktes, die ja nichts anderes sind als die täglich neu justierten und aufeinander abgestellten Wünsche und Ideen von Millionen von Menschen und die damit alles andere sind als kalt und unpersönlich, dass wir mit dieser marktwirtschaftlichen Ordnung auch die großen Aufgaben unserer Zeit lösen können. Ja, und nicht nur irgendwie lösen, dass diese marktwirtschaftliche Ordnung jeder anderen Wirtschaftsordnung auch in Zukunft weit überlegen ist. Das geht allerdings nur mit einer starken politischen Führung. Und das geht auch nur mit überzeugenden Unternehmerpersönlichkeiten in der Wirtschaft. Eine solche Persönlichkeit ist Wolfgang Reitzle. Lieber Wolfgang, wir gratulieren dir alle von ganzem Herzen zur Auszeichnung mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik des Jahres 2021. Wir machen das heute Abend nach den Regeln, wie sie jetzt entstanden sind. Ich übergebe Ihnen nicht direkt, sondern Sie übernehmen Ihnen diesen schönen Preis, der die Erhard-Stiftung neu gestaltet hat und der nunmehr der Ihre ist, mit herzlicher Gratulation von uns allen. Und der Laudator hat auch noch eine wichtige Aufgabe. Ludwig-Erhard-Stiftung, eine Vereinigung für Freiheit und Verantwortung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Aufgrund des Beschlusses der Jury, bestehend aus Professor Dr. Thomas Mayer als Vorsitzender, Dr. Isabel Mühlfenzel, Dr. Helmut Reitzle, Dr. Dorothee Siems und Roland Tischi, hat der Vorstand der Ludwig-Erhard-Stiftung Professor Dr. Ing. Wolfgang Reitzle mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik 2021 ausgezeichnet. Unterschrift Roland Koch, Berlin, den 24. Juni 2021. Danke. Darf ich nehmen? Ja, darfst du nehmen. So, ja, einfach ein Foto nochmal mit. Mit, ja, das ist mit Preis das. Und Urkunde. Ja. Ja, 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 die Urkunde. Hier. Nicht hier. Die richtige. Alles die falsche. Die richtige, nicht, damit einer ja, durchkommt. Genau. So, ja. Okay, sehr schön. Achtung, in die Kamera schauen. Und der. Das gleiche. Sehr gern. Lieber Reitzle, Sie haben das Wort. Danke.
Vor einigen Jahren, meine Damen und Herren, hat der niederländische Verkehrsexperte Hans Mondermann ein interessantes Experiment durchgeführt. Er wollte einfach wissen, wie verhindert man Unfälle am wirkungsvollsten. Sein Versuchsobjekt war ein Kreisverkehr, an dem es recht häufig Unfälle gab. Aber Mondermann reagierte darauf nicht mit neuen Schildern oder Vorschriften. Im Gegenteil, er ließ fast alle Schilder und Ampeln entfernen. Das Ergebnis war verblüffend. Die Zahl der Unfälle ging fast auf Null zurück und obwohl die Autos langsamer fuhren, passierten sie die Kreuzung auf einmal schneller. Die durchschnittliche Wartezeit sank von 50 auf 20 Sekunden. Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Schäffler, dear Mr. McCrum, lieber Friedrich Merz, herzlichen Dank dir für diese viel zu schmeichelhafte Laudatio. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hätten Sie das gedacht, dass wir von den Niederländern einmal etwas übers Autofahren lernen? Darüber, wie man Eigenverantwortung stärkt und gemeinnütziges Handeln am besten fördert? Ich jedenfalls muss sagen, ich war verblüfft, als ich zum ersten Mal von diesem Experiment hörte. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ich gerade heute wieder daran denken muss, bei der Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik. Einen Preis zu erhalten, der diesen Namen trägt, bedeutet mir sehr viel. Und ich danke der Jury, die diese Entscheidung getroffen hat. Ich bin mir sicher, auch Ludwig Erhard hätte das holländische Experiment sehr interessant gefunden, sozusagen als ordnungspolitische Metapher. Denn es ist ja eben nicht so, wie man es den sogenannten Neoliberalen gerne nachsagt, dass sie alles und jedes dem Markt überlassen und möglichst überhaupt keine Regeln aufstellen möchten. Das wäre so, als würde man sagen, die Autofahrer sollen halt mal keine Unfälle verursachen, wie sie das anstellen, überlassen wir komplett ihnen, also eigentlich Anarchie. Nichts hätte den Neoliberalen ferner gelegen, aus deren Schule auch Ludwig Erhard hervorgegangen ist. Vor einigen Jahren erst hat der kanadische Historiker Quinn Slobodien in seiner großen Geschichte des Neoliberalismus gezeigt, es war ja gerade die Sorge um stabile Rahmenbedingungen, von denen Neoliberale wie Wilhelm Röpke oder Walter Eucken getrieben waren. Sie wollten durchaus, dass ein Kreisverkehr, also eine bestimmte Ordnung, eingerichtet wird, die möglichst unfallfrei und möglichst effizient funktioniert. Und dass alles Nötige getan wird, um diese Ordnung zu schützen. Was sie aber nicht wollten, das war eine Überregulierung durch Ampeln, Schilder und Verbote. Weil sie wussten, das schafft am Ende weder mehr Sicherheit, noch sorgt es für bessere Leistung. Nun ist es heute ein Menschenalter nach diesen Erkenntnissen, um die historischen Kenntnisse nicht immer gut bestellt. Manch eine Bewerberin um das höchste Regierungsamt hält ja sogar die SPD für die Erfinderin der sozialen Marktwirtschaft. Es ist deshalb vielleicht heute wichtiger denn je, daran zu erinnern, wie und warum diese Ideen in die Welt kamen und was ihren Kern ausmacht. Auch deshalb, weil wir heute mit Herausforderungen konfrontiert sind, die existenziellen Charakter haben. Und weil sich in den kommenden Monaten weit mehr entscheiden wird als nur eine Bundestagswahl. Weil wir zu wählen haben werden zwischen einer Gesellschaft der Freiheit und der sozialen Marktwirtschaft und einer Gesellschaft der paternalistischen Bevormundung und staatlichen Steuerung. Denn ob Pandemie oder Klimakrise, im Angesicht lebensbedrohender Risiken neigen viele Menschen ganz offenbar dazu, dem offenen Markt weniger zu vertrauen als der vermeintlich starken Hand des Staates. Das Bild vom Vaterstaat,
der sich wie ein Pater Familias um die Seinen sorgt und sie mit strenger Hand vor Unheil bewahrt, scheint sich immer stärker durchzusetzen. Nur noch rund 50% der Deutschen vertrauen laut Umfragen der Marktwirtschaft. Man könnte auch sagen, ihnen fehlt das, was Ludwig Erhard auszeichnete, ihnen fehlt der Mut zur Freiheit. Sie alle kennen wahrscheinlich die Anekdote über die Freigabe der Preise im Jahre 1948. Erhard hatte sich dazu über geltende Bestimmungen der Amerikaner hinweggesetzt und als General Clay ihn fragte, na, wie kommen Sie dazu, unsere Vorschriften zu ignorieren? Da antwortete Erhard, ich habe die Vorschriften nicht ignoriert, ich habe sie aufgehoben. Natürlich war das damals ein Wagnis. So wie es ein Wagnis ist, Ampeln und Schilder am Kreisverkehr zu entfernen. Aber Erhard war sich seiner Sache sicher, der Sache des Marktes. Er wusste, wenn die Preisbindung fällt, dann kommt der Markt in Schwung. Und wenn der Markt in Schwung kommt, dann bringt das Wohlstand für alle. Aber dieses Wissen allein hätte nichts bewegt. Bewegt hat Erhard die Geschichte durch seinen Mut. Den Mut, den entscheidenden Schritt zu gehen, den Mut loszulassen. Und genau das, meine Damen und Herren, ist auch jetzt wieder wichtig, wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen. Den Klimawandel zum Beispiel. Im Moment geben jene den Ton an, die dafür neue Schilder und noch mehr Ampeln im Kreisverkehr aufstellen wollen. Aber ich meine, nichts könnte falscher sein. Eben weil es um so grundlegende Probleme geht, nehmen Sie die Elektromobilität. Die will ich natürlich auch. Aber ich frage mich, warum drückt man sie jetzt so schnell und mit aller Gewalt in den Markt? Obwohl die Technologie noch nicht massentauglich ist, obwohl man damit der Industrie die Zeit nimmt, sich umzustellen und obwohl das dann Tausende von Arbeitsplätzen kosten wird. Parallel entstehen skurrile Marktverwerfungen, wie das Beispiel Tesla zeigt. Das Unternehmen kann jetzt in diesem Jahr für ca. 2 Milliarden Dollar Zertifikate an traditionelle Wettbewerber verkaufen und damit seine operativen Verluste in einen Gewinn drehen, während die ohnehin schon gebeutelten Autohersteller an Tesla 2 Milliarden Dollar für Zertifikate überweisen müssen. Das hat nicht nur mit Marktwirtschaft nichts zu tun, es nutzt auch dem Klima so gut wie nichts, denn beim gegenwärtigen Strommix in Deutschland verursacht ein Elektro-Pkw mehr CO2-Emissionen und nicht weniger. Und sobald die Produktion von Batterien im großen Stil hochgefahren wird, schaffen wir uns damit neue Rohstoff-, Recycling- und Abfallprobleme. Kurzum, der batterieelektrische Hype, ich meine nicht den Trend hin zum Elektroauto, den sehe ich, unterstütze ihn auch, aber dieser Hype, der gerade läuft, gibt somit weder ökologisch Sinn noch ökonomisch. Es handelt sich um eine Form von staatlichem Dirigismus, der auch diesmal zu massiven Verwerfungen führen wird, eine Konsequenz, die man nach aller historischen Erfahrung mit planwirtschaftlichen Methoden eigentlich absehen könnte. Wobei man sich ja auch fragen könnte, wo genau ist da eigentlich der Plan? Wenn im Vorgriff auf den Wahlkampf ohne inhaltliche Not plötzlich Klimaziele verschärft werden, wenn aber zugleich niemand eine Ahnung hat, wie diese Ziele realistisch zu erreichen sein werden. Und wenn auch hier klar ist, der zu zahlende Preis wird horrend sein. Alternativlos sind solche planwirtschaftlichen Ideen ohne Plan nur dann, wenn man die Alternativen quasi mutwillig übersieht. Alternative Kraftstoffe zum Beispiel. Mit ihrer Hilfe könnte man sogar den weltweiten Fuhrpark in Zukunft von ca. 1,4 Milliarden Altautos mit Verbrennungsmotor CO2-frei bekommen, was ja ein riesiger Vorteil für die nächsten Jahrzehnte wäre. Besonders übrigens in den Entwicklungs- und Schwellenländern, wo hunderte Millionen Autos mit uralten Motoren das Klima in ganz besonderer Weise belasten. Aber ganz offensichtlich hat die Politik den Verbrennungsmotor an sich
zum Staats- und Klimafeind erklärt, selbst dann, wenn er gar kein CO2 mehr ausstoßen sollte. Ähnlich beim Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff, den man stärker forcieren könnte, zum Beispiel durch den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur inklusive Wasserstoffspeicher und der dazugehörigen regenerativen Energiequellen, um ihn eben auf grüne Weise zu produzieren. Und auch die vielgescholtene Kernkraft könnte in erneuerter Form und als Übergangstechnologie, wie ich meine, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere CO2-Emissionen zu senken, ohne unsere Versorgungssicherheit zu gefährden. Man könnte mit einem Wort technologieoffen vorgehen und findige Ingenieurinnen und Ingenieure den Wettbewerb der besten Ideen und die Kunden entscheiden zu lassen, welche Lösung am Ende die beste ist. Und natürlich gibt es auch politische Alternativen. Es ist nämlich nicht wahr, dass der Kampf gegen den Klimawandel automatisch bedeutet, auf Wachstum und Wohlstand verzichten zu müssen. Es ist nicht wahr, dass wir die Klimaziele nur dann erreichen, wenn wir den Menschen vorschreiben, welches Verkehrsmittel sie nutzen, welche Lebensmittel sie essen oder welche Produkte sie kaufen sollen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine, ich nenne es mal, Freigabe der Preise 2.0. Nur, dass es diesmal nicht die Preise für Waren und Dienstleistungen sind, sondern die Preise für CO2. Es ist ja richtig, dass wir es bisher versäumt haben, ein Gemeingut wie das Klima zu bepreisen und dass es deshalb vom Markt auch ignoriert wurde. Aber dann lassen Sie uns doch genau das ändern. Ja, wir brauchen einen CO2-Preis. Aber den legen nicht die Grünen fest, sondern den ermittelt der Markt, so wie bei allen anderen Preisen auch. Der Staat kann und soll definieren, welches Klimabudget uns bis 2050 bzw. 2045 noch zur Verfügung steht. Er kann und soll dementsprechend die Menge der Zertifikate festlegen, mit denen wir dann frei handeln können. Alles andere aber entscheidet sich durch den Wettbewerb um die besten Ideen. Wer mit seinen Technologien den größten Erfolg am Markt hat, wer die meisten Kunden überzeugt und wer CO2 am nachdrücklichsten reduziert, der wird sich dann eben durchsetzen. Und niemand kann heute schon sagen, welche Technologie das in welchem Bereich sein wird. Fest steht aus meiner Sicht nur, wir werden dieses Problem entweder im globalen Maßstab lösen oder wir werden es überhaupt nicht lösen. Ein Beispiel dazu. 600 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner haben derzeit keine Steckdose. Sie wollen aber Steckdosen haben. Und sie werden, und ich denke, sie sollen sie auch bekommen. Der Strom aus diesen Steckdosen wird dabei aber, heute schon absehbar, zu einem beträchtlichen Teil aus Kohlekraftwerken kommen, denn diese Kraftwerke kaufen die Afrikaner derzeit bei den Chinesen ein. Die wiederum zeichnen ihrerseits für rund 28%, Tendenz steigend, der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wir wissen es, die Amerikaner für fast 15% und jeder weiß, Deutschland hingegen hat einen Anteil von weniger als 2%. Das bedeutet nicht, um das ganz klar zu sagen, dass wir das Recht hätten, daraus abgeleitet, einfach abzuwarten. Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar die Pflicht, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, weil wir die intellektuellen und auch die materiellen Mittel dazu haben. Aber dann sollten wir diese Mittel doch bitte auch nutzen. Gerade wir hier in Deutschland helfen dem weltweiten Klimaschutz am wirkungsvollsten, wenn wir dafür sorgen, dass die besten Technologien von den besten Köpfen hier bei uns entwickelt werden und wenn wir sie möglichst auch hier bei uns zur Marktreife bringen und wenn wir sie dann weltweit vertreiben. Was wir dazu brauchen, ist freilich das Gegenteil dessen, was derzeit auf der politischen Agenda steht. Nämlich nicht die Verwaltung des Mangels durch Politik der Umverteilung, sondern die Entfesselung von Wachstum durch dynamischen Wettbewerb und weniger Bürokratie. Nicht
Politik als Verwaltungsmanagement, sondern Politik als kraftvolle Bewegung für visionäre Ziele, echte Modernisierungsimpulse und nicht die Nivellierung unseres Bildungssystems nach dem Maßstab des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern die gezielte Förderung und Entfaltung von Talenten, von Exzellenz und Leistungswillen auf breiter Front. Wir brauchen nicht die Ausbremsung digitaler Technologien unter dem Vorwand des Datenschutzes, sondern die zügige Digitalisierung sowohl der Wirtschaft als auch der öffentlichen Verwaltung. Wir brauchen nicht ein erneuerbare Energiengesetz und eine Umlage, die unseren Strom fast zum teuersten der Welt macht, sondern wir brauchen einen Strompreis für grüne Energie von weniger als 3, ja besser 2 Cent pro Kilowattstunde, damit er nämlich im großen Stil auch industriell wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Wir brauchen nicht Verbote für Nanogen- und Biotechnologien, sondern wir brauchen technische Lösungen, die unsere Zukunft sicher machen und umweltfreundlich. Aber, meine Damen und Herren, was wir auch nicht brauchen können, das ist der Weg nach gestern. Der Weg in Nationalismus und Engstirnigkeit, in Technologiefeindlichkeit und Ausgrenzung, sondern den Weg zu Multilateralismus, zu internationalen Verträgen in den Außenbeziehungen und zu Vielfalt nach innen. Wer die besten Lösungen will, der kann es sich gar nicht leisten, weniger als alle Menschen um ihre Beiträge zu bitten. Genau das hat Herr Koch vorhin gesagt. Und schon gar nicht wird er die Probleme dadurch lösen, dass er vor ihnen die Augen verschließt oder dubiose Verschwörungen dafür verantwortlich macht. In einem Interview gegen Ende seines Lebens hat Ludwig Erhard einmal gesagt, 80% meiner Zeit habe ich damit zugebracht, gegen Unfug anzukämpfen. Ich fürchte, an dieser Statistik hat sich bis heute leider wenig geändert. Unfug gibt es weiterhin reichlich und es gibt ihn in allen politischen Spielarten. Ein Preis, der nach Ludwig Erhard benannt ist, darf daher immer auch als eine Ermutigung im Kampf gegen solchen Unfug verstanden werden. Ich jedenfalls verstehe ihn so und verspreche, mich auch weiterhin in diesem Kampf nach Kräften zu engagieren. Ganz im Sinne übrigens von Hans Mondermann, dem niederländischen Verkehrsforscher. Er hat seine Idee zuerst an einem Kreisverkehr in seinem Heimatort ausprobiert. Danach folgten mehr als 100 weitere Umgestaltungen. Und am Ende avancierte der deregulierte Kreisverkehr sogar zu einem Art Exportschlager. Auf der Kensington High Street in London zum Beispiel haben die Verantwortlichen alle Ampeln und Schilder entfernt. Mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Unfälle mit Fußgängern auch dort um 60% gesunken ist. Auf den Mut also kommt es an. Den Mut zur Freiheit. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Professor Reitzler. Vielen Dank, Friedrich Merz. Ich glaube, man konnte gut nachvollziehen, warum die Mitglieder der Jury in diesem Jahr, das für genau diese Frage ein sehr spannendes Jahr ist, zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und man darf sich auch bei dieser Jury bedanken dafür, dass das so gekommen ist, denn so sind wir in den Genuss einer solchen Darstellung von Ordnungspolitik und der ökonomischen Begründung, warum Innovation und Freiheit und Mut etwas miteinander zu tun haben, was nicht bedeutet, viele auszuschließen, sondern eben gerade viele aufzunehmen. Das Jahr 2020 war anders geprägt. Und ja, Marktwirtschaft hat auch mit der Herausforderung zu leben, dass an durchaus sichtbaren Symbolen durch freies Handeln nicht immer alles in Ordnung ist. Und wahrscheinlich ist für viele Bürger in unserem Land der Skandal um Wirecard ein deutlicher Hinweis, dass doch vielleicht diese Freiheit mehr zu einem Missbrauch als zu einem Nutzen werden kann. Und auch darüber müssen Marktwirtschaftler sich Gedanken machen.
Darauf gibt es eine systemische Antwort, nämlich dass die, die sich nicht an die Regeln halten, und natürlich ist Betrügen gegen die Regeln, angemessen bestraft werden. Aber es gibt eine Brücke dazwischen, nämlich die Frage, wann merkt man eigentlich, wenn etwas nicht mehr nach den Regeln geht? Und das ist nicht nur eine Frage des Gesetzbuches. Das ist oft eine Frage der wirtschaftlichen Nase, des Verstehens, des Ahnens, was hinter dem stehen kann, was vor der Fassade sichtbar ist. Und deshalb ist Unabhängigkeit von Journalismus, Transparenz und Kompetenz von Journalismus als einem ernstzunehmenden Widerpart und Spiegel der Ereignisse eine so wichtige Angelegenheit. Deshalb ist die Logik in dem Jahr 2020, so wie das Jahr 2020 geprägt war, auch aus der Sicht der Ludwig-Erhard-Stiftung, die Frage zu stellen, wenn denn das schon so war, dass wir damit nicht zufrieden sein dürfen, welche Aspekte müssen wir denn fördern, unterstützen, dass zum einen man das Vertrauen haben kann, dass so etwas nicht häufig passiert und möglicherweise mit dem, was wir unterstützen, sogar noch seltener wird. Wir sind am Ende wieder beim Mut, aber bei einem ganz anderen Feld, einer ganz anderen Kategorie, die, und das soll die Preisverleihung ja deutlich machen, genauso zu der Funktionsfähigkeit einer liberalen Wirtschaftsordnung gehört. Frank Schäffler, der nun die Laudatio hier sprechen wird, hat sich in seiner Aufgabe im Deutschen Bundestag hinreichend mit dieser Frage beschäftigt. Und die Stunden seines Lebens, die darin vergangen sind, haben ihm jedenfalls ein vertieftes Wissen über auch das Thema der Missstände, gerade aus der Sicht eines Liberalen, eine herausfordernde Frage gegeben. Und Freiheit erfordert eben Freiheit von vielen für ganz viele Dinge. In diesem Sinne freue ich mich, dass er sich bereit erklärt hat, die Laudatio für Dan McCrum zu übernehmen, der das mitverfolgen wird und von dem wir dann in englischer Sprache auch seine Laudatio bekommen wird. Die Zwischentöne werden auf der Seite Großbritanniens moderiert, im Sinne der Übersetzung, dass er weiß, was hier geschieht, auch wenn wir alle in Deutschland am Ende inzwischen so ausgestattet sind, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass die meisten von uns der englischen Sprache hinreichend mächtig sind, sodass wir am Ende sozusagen Ihnen das Original auch präsentieren werden, ohne dass es dort eine Übersetzung gibt, nur damit alle verstehen, wie wir hier miteinander umgehen. Lieber Herr Schäffler, Sie haben das Wort. Dear Mr. McCrum, sehr geehrte Damen und Herren, der Vorsitzende hat es ja gerade gesagt, der Wirecard-Skandal ist beispiellos in der deutschen Wirtschaftsgeschichte und in seiner Fülle fast unbegreifbar. Ein Start-up-Unternehmen in München oder bei München wird in kurzer Zeit zum DAX-Konzern mit einem Börsenwert von am Ende 23 Milliarden Euro und kollabiert dann vollständig in sich selbst. Lassen Sie mich deshalb erst einige Worte zum Hintergrund verlieren, bevor ich näher auf die Leistung von Mr. McCrum eingehe. Ende der 90er Jahre, gegründet war der Wirecard-Konzern 2018 an der Börse, mehr wert als die Aktie der Lufthansa. Für Wirecard musste die altehrwürdige Commerzbank den DAX verlassen. Fintech schlägt Großbank, schwärmte damals die Wirtschaftspresse. Aschheim in Bayern, der Sitz der Wirecard AG, galt als die deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Heute, etwas über ein Jahr nach der Insolvenz der Wirecard, wissen wir, ja, dass diese Erfolgsstory vor allem eine große Lügengeschichte war. Tausende Anleger wurden getäuscht, die Altersvorsorge von Millionen Bürgern wurde vernichtet. Neben den enormen kriminellen Energien des Managements und der Verfehlung der Wirtschaftsprüfer, die ja noch im Einzelnen auch gerichtlich geklärt werden müssen, ist dabei auch ein eklatantes Behördenversagen verantwortlich. Eine Mischung aus industriepolitischer Abstiegsangst,
stümperhafter Aufsicht der Finanzaufsicht BaFin und auch einem Amigo-System ehemaliger und aktiver Politiker, die sich in Kontakt, ihre Kontakte vergolden ließen, hat zum kollektiven Staatsversagen in der Causa Wirecard geführt. Besonders schwer wiegt in meinen Augen der Verdacht der Selbstbereicherung seitens der Politik und der zuständigen Behörden. Die Kanzlerin setzte sich auf Zutun ihres damaligen oder ihres ehemaligen Verteidigungsministers für die Wirecard in China ein. Ein SPD-Abgeordneter im Berliner Parlament war nebenberuflich als Lobbyist für die Wirecard AG tätig. Dutzende Beschäftigte der BaFin haben private Finanzgeschäfte mit Bezug Wirecard getätigt. Ein Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht wurde sogar wegen des Verdachts auf Insiderhandel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zwar musste der Präsident der Finanzaufsicht BaFin sowie seine Stellvertreterin nach Bekanntwerden dieses Insiderhandels oder diesen möglichen Insiderhandels zurücktreten. Und auch der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS und der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung haben schlussendlich ihre Posten geräumt. Von politischer Verantwortung für dieses Versagen fehlt es aber nach wie vor. Und wir diskutieren morgen im Deutschen Bundestag den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal. Insofern passt diese Veranstaltung eigentlich hervorragend auch zu dieser Woche. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass Warnsignale bei den staatlichen Institutionen teils Jahre vor der Insolvenz einging, ohne Gehör zu finden. Die Aufdeckung des Betrugs verdanken wir daher nicht etwa unseren Behörden, sondern vor allem dem heute hier zu ehrenden Journalisten der Financial Times, Dan McCrum, welcher zusammen mit seiner Kollegin Stefania Palmer gegen alle Widerstände quasi im Alleingang Wirecard zu Fall gebracht hat. Ende 2014 hörte McCrum zum ersten Mal von möglichen Ungereimtheiten bei Wirecard. Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard sagte er, dass ihn ein Shortseller darauf aufmerksam gemacht habe, der ihm gesagt habe, möchten Sie etwas über ein paar deutsche Gangster erfahren? Nach intensivem Studium der Bilanzen veröffentlichte er ein Jahr später in der Financial Times den ersten Text zu dem Unternehmen. Er beginnt folgendermaßen. Wirecard ist ein wenig bekanntes deutsches Technologieunternehmen mit einem Aktienwert von 5 Milliarden Euro und zugleich ein Rätsel. Es bietet Zahlungsdienstleistungen an, besitzt eine Münchner Bank und tätigt Millionen von Online-Kreditkartenzahlungen hinter den Kulissen auf bekannten Websites. Es folgte eine ganze Artikelserie, die McCrum House of Wirecard nennt. Es war wohl die spannendste Episode in seiner bisherigen Karriere. Das damals wenig bekannte Technologieunternehmen hat im Zuge der Recherchen längst traurige Berühmtheit erlangt. Innerhalb der Financial Times sprechen sie vom Projekt Ahab, benannt nach dem Kapitän aus dem bekannten Roman von Moby Dick, welcher völlig besessen den weißen Wal jagt. Doch nicht nur McCrum jagt die Wirecard, er wird in der Zeit auch selbst zum Gejagten. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal auch. Die Wirecard überwacht, bespitzelt und verfolgt ihn juristisch. Heute wissen wir, dass das Unternehmen systematisch versucht hat, seine unliebsame Berichterstattung zu unterbinden, zu verschleiern oder falsch darzustellen. Jahr für Jahr wurde von Wirecard Millionen für Lobbyisten, Privatdetektive, Medienanwälte für solche Zwecke ausgegeben. Im Internet werden sogar die Namen und Adressen von McCrums Familie veröffentlicht und Verschwörungstheorien über diese verbreitet. Seine Frau wäre eine PR-Beraterin für Wirecard-Konkurrenten, heißt es dort unter anderem. Der traurige Höhepunkt der Verleumdungskampagne leitet allerdings die BaFin ein, die deutsche Finanzaufsicht. McCrum und seine Kollegin Stefania Palmer wird vorgeworfen, sich mit Leerverkäufern abgesprochen zu haben, um
von nach unten manipulierten Aktienkursen der Wirecard zu profitieren. Nicht nur die deutsche Staatsanwaltschaft, auch die Financial Times ermittelt fortan gegen ihn oder versucht es festzustellen. Gleichzeitig erlässt die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien in Deutschland. Ein bis dahin einmaliger Vorgang am deutschen Finanzplatz, der lediglich auf einen Hinweisgeber von Wirecard selbst an die Münchner Staatsanwaltschaft und von dort an die BaFin beruhte. Ja, hätte es diesen Hinweisgeber nicht gegeben, dann wäre wahrscheinlich das Leerverkaufsverbot so gar nicht, hätte gar nicht stattfinden können. Nur die BaFin hat das nur in die eine Seite untersucht. Sie hat diesen Hinweisgeber am Ende nicht überprüft, wie seriös ist tatsächlich dieser Hinweis. Dan McCrum wird stundenlang von Anwälten aus dem eigenen Haus befragt und muss seine gesamte Kommunikation offenlegen. Wurdest du schon verhaftet, fragten seine Kollegen ihn, wenn Dan McCrum ihnen auf den Fluren begegnete. Doch die aufgeblähten Bilanzen lassen sich nicht ewig vertuschen. Nach einer Sonderprüfung muss Wirecard am 18. Juni 2020 schließlich öffentlich eingestehen, dass ihr 1,9 Milliarden Euro fehlen. Die sogenannten Treuhandkonten waren eine Täuschung. Eine Woche später meldet das Unternehmen bereits Insolvenz an. Der ehemalige CEO der Wirecard, Markus Braun, sitzt mit anderen Vorstandsmitgliedern inzwischen in Untersuchungshaft. Der vermeintliche Mastermind hinter dem Betrug, Jan Marschalek, ist untergetaucht. Der weise Wal ist McCrum schlussendlich doch ins Netz gegangen. Lieber Dan McCrum, mit Ihrem Engagement hinweg über viele Widerstände und immer mit einer Bedrohung im Rücken haben Sie sich nicht nur um Ihren Berufsstand, den des Journalisten, sondern auch um die Marktwirtschaft verdient gemacht. Denn eine Marktwirtschaft funktioniert nur dann, wenn diese auch auf rechtsstaatlichen Füßen ruht und Fehlleistungen, Betrügereien, Verbrechen auch entdeckt, verfolgt und geahndet werden. Letztlich basiert darauf auch das Vertrauen in Unternehmen und generell in das Unternehmertum. Der Namensgeber dieser Stiftung, die sie heute ehrt, Ludwig Erhard, hat es so formuliert: Eine Volkswirtschaft kann auf Dauer nur gedeihen, wenn sie in der Erfüllung ihres Dienstes am Menschen vor dem eigenen Volk und vor der Welt bewährt. Der materielle Erfolg ist gebunden an die Wirkungskraft im Geistigen und Sittlichen. Ohne sie bleibt alles Materielle fragwürdig und flüchtig. Es ist also ein moralischer Imperativ, den Ludwig Erhard hier einfordert, auch von den wirtschaftlich Handelnden in diesem Land. Daher ist der Ruf nach einem starken Staat nicht die richtige Antwort. Auch nicht, dass die Privatwirtschaft in ein noch engeres Korsett gepresst werden soll. Ja, wir sind ja auch gerade dabei, gesetzgeberisch verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Und das zeigt das auch wieder. Der Wirecard-Betrug zeigt eindrucksvoll, dass wir eben nicht unbedingt ein Problem mit zu wenig Regeln haben und Vorschriften haben, sondern es eigentlich ein Problem der Kontrolle eben dieser Regeln ist. Also das Doing ist das Entscheidende. Der Fall Wirecard und die investigative Recherche von Dan McCrum haben die Konsequenzen dieses Staatsversagens aufgedeckt. Die Arbeit von Dan McCrum hat eindrucksvoll gezeigt, was passiert, wenn der Korporatismus von Staat und Wirtschaft zu einer Korrumpierung der staatlichen Institutionen führt. Die Finanzaufsicht erstattet Anzeige gegen den Journalisten, der kritische Artikel publiziert, geht aber gleichzeitig den Indizien gegen die Wirecard nicht umfassend nach. Der Staat und seine Institutionen stellen sich damit zunächst auf die Seite der Betrüger. Nur dank des eindrucksvollen Durchhaltevermögens von Dan McCrum war es am Ende möglich, dass dieser Betrug aufgedeckt werden konnte. Dan McCrum ist ein herausragender Vertreter eines investigativen Journalismus, der der Wahrheit auf den Grund gehen will. Ein Mensch, der sich über Widerstände hinwegsetzt, eigenverantwortlich für seine Überzeugung einsteht und dabei höchst integer agiert. Darüber hinaus zeigt er uns allen eindrucksvoll, dass der Staat nicht funktioniert, wenn wir, die Bürger, nicht wachsam bleiben.
Das ist keine Aufgabe nur von Einzelnen, von Dan McCrums, sondern von uns allen. Nur so kommen wir unserer Vorstellung von einer Gesellschaft näher, welche die Freiheit der Menschen als höchstes Gut betrachtet. Dan McCrum hat mit seiner Recherche dazu einen sehr beeindruckenden Beitrag geleistet. In diesem Sinne möchte ich Ihnen im Namen der hier Anwesenden und der gesamten Ludwig-Erhard-Stiftung herzlich gratulieren. Thank you, Mr. McCrum. So, thank you very much, first of all, Mr. Scheffler, but then congratulations to you, Mr. McCrum. So, you're now visible here on our screen, so that's easy today. It is, of course, very difficult to hand over an award when the person is not actively here. So first is, this is the document showing that the Ludwig Erhard Foundation awarded this prize to Dan McCrum in the year 2020, with all the apologizes that it is hand over in 2021, and that we hope that you would be here because it's 21, but again, the virus fought against us and was more successful than we thought. So at the moment, it is Mr. Scheffler who is holding the prize on your behalf, I would say, for the pictures we can make to make sure that it is good in visible also for you in London. And we definitely assure you that that prize will be sent as fast as possible. And goods are transferable. Human beings a bit difficult at the moment, but goods are transferable at the moment. And so you will not have to wait very long for that. We assure that the prize will be yours. And thank you very much that you accept this procedure in that virtual way as we do. We are very happy that you was able to make it and to join us here. And so the prize is yours. The floor is yours. We are happy to listen to you and your remarks. Please. Well, thank you very much indeed for that incredibly kind introduction from Mr. Scheffler. And thank you indeed to the Ludwig Erhard Foundation for this prize, which I'm honored to accept. And once again, I must thank my many colleagues at the Financial Times who work with me on this story, and the whistleblowers without whom none of this would have been possible. It is a privilege to be here with you today, virtually, and I wish I could be there in person. I too had hoped that we would be able to meet in person. And apologies for not being able to respond as I would hope to in German. I'm afraid that is one of the embarrassing things that I do lack. But it is a privilege to be given a few minutes to say a few words. It's been a very long time since my own training in economics. So rather than claim any special expertise, I thought I might offer a few brief thoughts from a perspective of a reporter on how and why the Wirecards of the world can thrive. Because a year on from the collapse of Wirecard, the whole story still isn't known. I'm planning on revealing much of it in the book that I'm working on at the moment. I'm going to explain for the first time, I think, how and why the fraud occurred. And also, there's lots of fascinating and amazing things about Jan Marsalek, Wirecard's charismatic chief operating officer, who led this wild and improbable life as both a spy master, a finance executive, and a common thief. But if my publisher won't mind, I'd like to give you a very small preview of that today. I'd like to tell you about Jan Marsalek, because one of the strange things about the last 6 years was that I never spoke or even met Jan, even as we tried to get the better of each other. We're the same age, pretty much, and I knew his fingerprints were all over everything. The accounting fraud, the surveillance, the hacking, the attempt to frame me and my colleague Stefania Palmer for market manipulation. You can read in today's Financial Times how he and a colleague joked about having his Russian friends come up with a permanent solution to the problem. At least I hope it was a joke. Well, he may have wanted to be James Bond, but Jan Marsalek was a human being just like the rest of us. He spent his life in airplanes, crisscrossing the world in first class. And a few years ago, he was suffering from an extremely bad back. A hypochondriac anyway, he had a weakness for experimental medical treatments. He decided to give inversion therapy a go. Now, if you're not familiar with inversion therapy,
It involves suspending yourself by the ankles on a board. Marslek obviously got one of the best of these contraptions which money could buy, strapped himself in and leaned back. What he hadn't done, however, was carefully calibrated the balance of the board. Try as he might, he couldn't get back up. He was stuck there, hanging alone, trapped, the blood rushing to his head. Now that's a dangerous place to be, left like that too long. You can suffocate. But let's leave Marslek dangling there for a moment and consider his predicament. Whose fault was it? Was it his own, as a free economic agent for rushing in without reading the instructions? Perhaps if he had properly researched the practice ahead of time, he wouldn't have got stuck. Perhaps he trusted the brand, or the recommendation of a friend to give it a try. Maybe he thought consumer safety standards wouldn't allow the same sale of such dangerous equipment, at least without prominent warnings. Maybe just his back hurt so much that he wasn't thinking at all. The reason I mention all this is that there is a lot of blame to go around when it comes to Wirecard, and no clean answer as to how it got away with it for so long. Let's consider the professional failures which allowed Wirecard to defraud billions from banks and investors. We have the auditors, the regulators, the banks, the investors, and the prosecutors. Starting with EY, its audit work was a disaster. Wirecard's accounting was fraudulent in part since at least 2010, yet EY gave Wirecard the all clear year after year. In the face of persistent questions about the accounts raised by the Financial Times and others, as well as its own internal fraud team. Only at the very end was it forced to do the most basic requirement of an audit check to see whether the bank balances were genuine. As was mentioned earlier, the regulators at BaFin were warned time and again by researchers, by whistleblowers and the press that something was rotten inside Wirecard. Faced with compelling evidence of accounting fraud and market manipulation, it chose to defend its own record of investing Wirecard's critics. It wasn't a lack of power. BaFin had the powers available to it. It just didn't use them to investigate market abuse. It could have used these to obtain documents and other evidence, and the fraud would have been exposed far, far sooner. There's the banks. Several investment banks helped Wirecard raise 1.4 billion euros of new debt in September 2019. That very process exposed that chief executive Marcus Braun was lying. He had claimed that the business in the Middle East, which produced all of Wirecard's profit, was audited. The bond documents revealed that actually it wasn't. It may be a small lie, but there's a phrase American short sellers use. There's never only one cockroach in the kitchen. Which brings us to the investors. Professional investors who purchased the bonds and shares of Wirecard after January 2019 have now at least, I hope, realized the value of a Financial Times subscription. Even prior to that, it is clear that large numbers of professional investors did not understand the business they were investing in. Some of them did so on the basis that Wirecard operated in highly profitable legal grey areas, which perhaps reflects a perception about the low priorities of the authorities towards money laundering. Now about those prosecutors. What was the difference between the mindset in Singapore, which quickly launched a criminal investigation, and Germany, where even after the fraud was exposed, Jan Marslek was allowed to stroll out of the country to Belarus? One of the answers is a manifest failure of imagination. They simply could not see those successful businessmen as fraudsters. In Singapore, however, it had just gone through the 1MDB scandal of the billion-dollar whale, Joe Lowe. Although I will admit, I still don't have a good answer to why so many people seem to think foreign journalists were easily corrupt. Another thread that runs through all of these failures is the commodity which is abused in every fraud: trust. At each step, everybody took it on trust that somebody had somewhere had done the work. Investors trusted the banks, who trusted the rating agencies, who trusted the auditors, who trusted the law firms and consultants, which Wirecard paid to say that everything was okay. It was circular. The government looked at the reputations of these professionals and thought,
Surely they can't be wrong. Meanwhile, those professionals looked over at the government and thought, surely if there was something worth investigating, they would have done that by now. The thing is, that level of trust is a feature, not a bug. Our entire economic system is built around the idea that most people, most of the time, are doing the right thing. There are rules and procedures and checks, of course. But just think how wildly inefficient it would be if we had to approach every interaction as if the other side might be dishonest or not what they seem. There would be huge duplication of effort. We have to be able to trust auditors and banks and regulators to do their jobs properly, that the incentives are in place for them to do that. So what might we do to prevent future wildcards? I often talk about the tactics which it used to avoid detection. Complexity, expensive lawyers, intimidation and bribery all feature. But there is one aspect which is so commonplace, such a part of everyday business that is easy to miss. Secrecy. As an investigative reporter, I followed a lot of paper trails. And what you often encounter are familiar dead ends. These are typically, but not always, tax havens. The British Virgin Islands, Mauritius, Delaware, Dubai, the Isle of Man. I could go on. They are corporate hiding places, veils behind which economic activity and ownership is obscured. The use of such structures in modern business and finance has become commonplace. In various ways, these outposts of secrecy were used by Wirecard in its extensive money laundering operations and in its various frauds. In some respects, it was only thanks to the fact that it had businesses in places like Singapore and the Philippines, which do have proper requirements for financial disclosure, that the FT could in fact expose the fraud. And what's strange is that the Wirecard story shows how much people instinctively distrust secrecy. Back in 2016, Wirecard was attacked by short sellers. They set out to expose its ties to money laundering. The so-called Zatara report was not perfect, but it was immediately suspect in large part because it was published anonymously. The natural reaction to this unusual event was to ask, what are these people hiding? Meanwhile, the routine use of secrecy jurisdictions for money laundering that Zatara sought to expose, well, that just went unexamined. It doesn't have to be. Reden morgen mit ihm, aber das ist jetzt besser. Ja, meine Damen und Herren, danke, wenn Sie noch da sind. Wir haben leider einen technischen Ausfall gehabt. Die belasteten Systeme führen immer wieder leider Gottes zu solchen Erfahrungen. Deshalb ist es ja auch besser, dass wir uns bald wieder selbst und persönlich treffen können. Und wir haben Dan McCrum in diesem Zusammenhang jetzt verloren und können ihn auch nicht noch einmal zurückschalten. Insofern, Gott sei Dank, haben wir das meiste auch von seinem Redebeitrag hier hören können. Und ich würde gerne an dieser Stelle nun weitermachen und zu der Ehrung unserer Förderpreisträger kommen, die ja sozusagen heute doppelt geehrt werden, weil unser Juryvorsitzender Thomas Mayer leider nicht hier sein kann. Und wir deshalb ihm eigentlich einen Platz einräumen wollten, hier durch ein Video eingespielt zu werden. Da wir eine Live-Sendung sind in dem Zusammenhang, hoffe ich, dass das klappt. Und dann würde ich Ihnen jetzt Herrn Professor Thomas Mayer, den Vorsitzenden unserer Jury, ankündigen, der einige einleitende Sätze sagt und dann automatisch ohne eine weitere Moderation auf meine stellvertretende Vorsitzende, Frau Abgeordnete Linda Teuteberg, übergeben würde. Wenn es geht. Leider kann ich bei der Verleihung der Ludwig-Erhard-Preise heute nicht persönlich in Berlin dabei sein und melde mich daher per Video. Den Hauptpreisträgern möchte auch ich ganz herzlich gratulieren. Beide stehen nicht nur für herausragende Leistungen in den Bereichen des Journalismus und der Unternehmensführung, sondern sie verkörpern auch die von Erhard hochgeschätzten Eigenschaften des unabhängigen und freiheitlichen Denkens.
Meine Glückwünsche gehen ebenfalls an die Träger der Förderpreise von 2020, die Frau Teuteberg gleich gebührend würdigen wird. Aber ich habe Ihnen heute im Namen der Jury auch ein Geständnis zu machen. Wir haben keine Preisträger für 2021 gefunden. Weder aus den Einreichungen noch durch Nennungen. Vielleicht hat eine Rolle dabei gespielt, dass jüngere Wissenschaftler und Journalisten während der Corona-Pandemie mit anderen Dingen als der Analyse und Kommentierung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen aus liberaler Perspektive beschäftigt waren. Vielleicht hat aber die Corona-Pandemie nur einen Trend beschleunigt, den wir schon länger mit Sorge sehen. Das Verblassen von wirtschaftlichem und ordnungspolitischem Denken, insbesondere unter den Jüngeren. Seit Jahren hat sich die makroökonomische Lehre an den Universitäten weltweit auf die neukeynesianische Theorie hin verengt. Als jüngerer Ökonom bin ich in der Zeit des produktiven Streits zwischen der marktliberalen Chicago-Schule und der in Harvard und der Massachusetts Institute of Technology beheimateten keynesianischen Schule aufgewachsen. Man unterschied zwischen Freshwater Economics, das war Chicago, und Saltwater Economics, das war Massachusetts. Der Bogen marktorientierter Schulen spannte sich von Chicago über Freiburg zur österreichischen Schule. Beim Internationalen Währungsfonds, wo ich zu dieser Zeit arbeitete, spielten sogar einige Abteilungen die unterschiedlichen Schulen wider. Das belebte die Diskussion und es weitete den Blick. In den 1990er Jahren begruben Chicago und Harvard jedoch das Kriegsbeil und einigten sich auf das Neoclassic Keynesian Fusion Model, aus dem dann der Neukeynesianismus entstand. Und nach der Finanzkrise verdrängten die Keynesianer aus dem Mainstream, was vom Erbe Chicagos, Freiburgs und der Austrians übrig war. Bei uns vollzog man das nach, indem man vielfach aufgab, über Wirtschaftspolitik als Ordnungspolitik nachzudenken und zu lehren. Der Klimawandel und nun auch die Corona-Pandemie scheinen dem Glauben an den Staat als Lenker und Allversicherer noch mehr Auftrieb gegeben zu haben. Und das, obwohl sich der Staat bei jeder sich bietenden Gelegenheit dem Markt als Koordinator wirtschaftlichen Handelns unterlegen zeigt. Wir brauchen nun die Leistungen der BaFin mit den Leistungen der freien Presse bei der Aufdeckung des Wirecard-Betrugs oder die Leistung der Regierung bei der Beschaffung von Mund-Nasen-Masken mit der Leistung der Pharmaindustrie bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 zu vergleichen. Dennoch ist die Staatsgläubigkeit im Aufwind, gerade bei den Jüngeren, den Millennials, der Generation Fridays for Future. Als Mitglieder der Ludwig-Erhard-Stiftung wünschen wir uns, dass der Geist unseres Stifters wieder stärker wird. Und als Mitglieder der Jury zur Vergabe der Ludwig-Erhard-Preise wünschen wir uns für das nächste Jahr viele Einreichungen für den Förderpreis, an denen Ludwig Erhard Gefallen gefunden hätte, und viele herausragenden Persönlichkeiten, die im Sinne Ludwig Erhards wirken. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, heute endlich auch die Träger des Ludwig Erhard Förderpreise 2020 würdigen zu können. Das will ich in alphabetischer Reihenfolge tun. Mein Glückwunsch geht an Martin Bramel. Herr Bramel fiel der Jury mit seinen Arbeiten zum Freihandel am Münchner IFO-Institut auf. In einer Zeit, in der Protektionismus immer mehr hoffähig wird, da ist es wichtig, an die Vorzüge des internationalen freien Handels, an seine wohlstandsfördernden und freiheitsfördernden Vorzüge zu erinnern. Das hat Martin Bramel mit seiner Arbeit getan. Die verzögerte Würdigung der Preisträger des Jahres 2020 hat auch ihre Vorteile. So können wir auch den weiteren Werdegang des Preisträgers erwähnen. Besonders interessant fand ich einen Aufsatz zu den Folgen der Corona-Pandemie, den Martin Bramel mit einer Co-Autorin letzten November veröffentlicht hat.
Darin sprechen sich die Autoren gegen das immer wieder empfohlene Nearshoring und die Schaffung von European Champions aus. Sie zeigen, dass globale Lieferketten durch Diversifikation und erhöhte Lagerhaltung robuster gemacht werden können und weisen darauf hin, dass Digitalisierung weitere Möglichkeiten zum globalen Handel im Dienstleistungsbereich eröffnet. Das ist wichtig und es ist nicht banal, denn es zeigt, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der schon mehrfach hier erwähnten wachsenden Staatsgläubigkeit, dass es um Management und nicht um Systemfragen geht, bei dem, was wir aus dieser Pandemie lernen können. Als die Jury den Preis vergab, arbeitete Martin Bramel am IFO-Institut. Heute ist er bei der Internationalen Handelsorganisation in Genf und als selbstständiger Wirtschaftsberater tätig. Natürlich freut es eine Jury, wenn ein Preisträger sich im Sinne des Preises weiterentwickelt. Und das gilt auch für Hans Rusinek, den ich ebenfalls zum Preis des Jahres 2020 herzlich beglückwünschen darf. Herr Rusinek reichte eine mit großem Vergnügen zu lesende Arbeit ein, in der er beschrieb, wie er in seinem eigenen Haushalt und die Beziehung zu seiner Partnerin marktwirtschaftlich organisiert hat. Was herauskam, könnte man mit der Überschrift Ökonomie als Entdeckungsverfahren versehen. Wenn dann entdeckt wird, dass Märkte nicht immer im Gleichgewicht sind und Wirtschaftsakteure nicht immer rational handeln, dann werden die Grenzen der neoklassischen Theorie sichtbar. Vielleicht testet Herr Rusinek ja mal im nächsten Selbstversuch die österreichische Wirtschaftstheorie nach Mises und Hayek, die ja durch die Unzulänglichkeit der klassischen und neoklassischen Theorie motiviert wurde. Auch Hans Rusinek hat sich seit der Juryentscheidung zur Preisvergabe weiterentwickelt. Er hat Volkswirtschaftslehre, Philosophie und Politik an der London School of Economics und in Bayreuth sowie Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut studiert. Seinen Beitrag reichte er als Chefredakteur von Transform, Magazin für das gute Leben und freier Autor ein. Inzwischen forscht er an der Universität St. Gallen zum Wandel der Arbeit, ist Mitglied im Promotionskolleg Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung und setzt seine Publikationstätigkeit an verschiedenen Orten fort. Nach der nachträglichen Verleihung der Preise von 2020 stünden nun die Preise von 2021 an, wenn wir denn welche vergeben könnten. Der Juryvorsitzende, Herr Professor Thomas Mayer, hat dazu einiges gesagt. Und ich will dazu nur ergänzen, so richtig es ist, dass eine Jury auch den Mut haben sollte, keinen Preis zu vergeben, wenn die eingereichten Arbeiten nicht dem Anspruch entsprechen, den wir an den Preis stellen. So wichtig ist es doch auch, nicht in Kulturpessimismus zu verfallen, wenn wir unseren Stiftungsauftrag, die soziale Marktwirtschaft, die Gedanken von Ludwig Erhard auch in der Gegenwart und Zukunft stark zu machen, vertreten wollen. Nicht nur bei jüngeren Menschen, worüber oft geklagt wird, ist marktwirtschaftliches Denken in der Defensive, das ist eine Frage unserer ganzen Gesellschaft. Und insofern gilt immer wieder, Winston Churchill hat einmal gesagt, never waste a good crisis. Ich finde, das sollten wir nicht den Feinden der Marktwirtschaft durchgehen lassen, dass nur sie diese Devise beherzigen, sondern wir als Verteidiger der sozialen Marktwirtschaft sollten das als Ansporn sehen. Und wenn Ludwig Erhard 1948 den Mut hatte, im Angesicht wirklichen Mangels und von Not in existenziellen Lebensbereichen den Mut zur Freiheit zu haben, wie verzagt sollten wir da sein nach 70 Jahren Wohlstand, den die soziale Marktwirtschaft unserem Land schon sichtbar verschafft hat, nicht diesen Mut aufzubringen? Ich finde, das ist unser Auftrag in der gesellschaftlichen Debatte, auch in diesem Wahljahr, Mut zur Freude, Mut und Freude zur Freiheit und zur Verantwortung zu fördern. Das wollen wir tun und ich gratuliere hier nochmal im Namen der Ludwig-Erhard-Stiftung unseren beiden Förderpreisträgern Martin Bramel und Hans Rusinek. Herzlichen Glückwunsch. So, ja, auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch und vielleicht nehmen Sie die Urkunde und ich nehme die. Dann beginne ich mit Herrn Bramel, weil so war das Alphabet und so haben wir angefangen. Die Urkunde hat den gleichen Text bei allen Beteiligten in ihrem Grundsatz. Die Ludwig-Erhard-Stiftung, Vereinigung für Freiheit und Verantwortung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Aufgrund des Beschlusses der Jury wird Dr. Martin Bramel mit dem Ludwig-Erhard-Förderpreis für Wirtschaftspublizistik 2020 ausgezeichnet.
Wir sind ehrlich, ich habe die Urkunde erst heute unterschrieben und insofern ist dieser Zeitverzug ein historisches Dokument. Die Hände schütteln darf ich Ihnen nicht, aber überreichen darf ich Sie Ihnen so. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer wichtigen Arbeit. Danke Ihnen. Ja, auch für Sie, Herr Rusinek, ganz auf Beschluss der Jury die Auszeichnung mit dem Ludwig-Erhard-Förderpreis für Wirtschaftspublizistik 2020, unterzeichnet von unserem Vorsitzenden Roland Koch, Berlin, den 24. Juni 2021. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Ihre weitere Arbeit. So, jetzt machen wir ein schönes Bild. Jawohl, genau. Alles journalistische Arbeiter. Ja, vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich bei allen, die das möglich gemacht haben, auch mit allen technischen Schwierigkeiten, mit denen wir noch kämpfen. Wir sind noch am Anfang des 21. Jahrhunderts. Das wird im Laufe dieser Zeit besser werden. Aber ich denke, wir sind schon sehr weit gekommen und keiner auch von denjenigen der Stiftung mitarbeiten hätten sich vor 24 Monaten gedacht, dass wir auf diesem Niveau der täglichen Kommunikation und auch einer solchen Veranstaltung sein können. Dennoch, es bleibt dabei, wir wollen, dass das im nächsten Jahr wieder anders wird. Wahrscheinlich so, dass Sie es trotzdem alle sehen können, aber dass diejenigen, die es wünschen, auch persönlich anwesend sein werden. Die Ludwig-Erhard-Stiftung wird sich Mühe geben, in dieser Zeit dazwischen hörbar und sichtbar zu sein. Wir glauben, dass unser Stiftungsgeber uns eine Chance gibt, gehört zu werden, weil egal, was man von Ludwig Erhard so genau weiß, dass er was mit dem deutschen Wirtschaftswunder zu tun gehabt hat und dass das irgendwie funktioniert hat, das ist durchaus an Wissen vorhanden. Und das ist sehr viel mehr als Pädagogen, Journalisten, Politiker, Wissenschaftler oft voraussetzen können, wenn sie mit einer großen Zahl von Menschen über ein bestimmtes Problem sprechen wollen. Und diese außergewöhnliche Chance, die hat sich die Ludwig-Erhard-Stiftung vorgenommen zu nutzen. Und sie tut das ganz im Sinne des Gründers, denn sonst hätte es nicht den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik schon ganz zu Beginn der Arbeit der Stiftung gegeben. Und sie tut es auf Zukunft gewandt. Deshalb gibt es eben auch schon seit langer Zeit den Förderpreis, den wir verleihen konnten und den wir in Zukunft auch wieder verleihen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Friedrich Merz und Frank Schäffler und Linda Teuteberg, dass sie heute hier gemeinsam auf der Bühne die Vertretung der Ludwig-Erhard-Stiftung übernommen haben. Natürlich bedanke ich mich bei Dan McCrum und entschuldige mich bei ihm, dass wir den letzten Teil hier nicht ganz hören konnten. Bedanke mich bei Wolfgang Reitzle, bedanke mich bei den Preisträgern unseres Förderpreises, dass sie auch hier zu uns nach Berlin gekommen sind. Ich bedanke mich bei unserer Bundesgeschäftsstelle, unseren Mitarbeitern, die eine Menge Arbeit gehabt und in den letzten Minuten auch eine Menge Blut geschwitzt haben, für die Durchführung dieser Veranstaltung. Und ich lade Sie alle herzlich ein. Der Freundeskreis der Ludwig-Erhard-Stiftung steht allen offen. Viele, die unsere Zuhörer sind, werden Mitglied sein. Es ist eine Chance, durchaus privilegiert, mit Informationen versorgt, aber auch mit Diskussionen und Teilnahme an Diskussionen ausgestattet zu sein. Wir sind offen dafür, freuen uns für jeden, der unsere Arbeit unterstützt und danken Ihnen sehr, dass Sie heute Abend und auch bis hierhin uns zugehört haben. Und damit ist die Preisverleihung beendet.